Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir mit Frankens Bierwelt wieder zu Gast bei der Spiegelbräu in Ströndorf. Zeit hat sich der Tobias Spiegel genommen. Danke schon mal, Prost. dass ich wieder einen gefunden habe, wo ich nerven kann. Ich war ja schon mal da, ist noch gar nicht so lange her. Und seitdem hat sich ja einiges getan. Da kannst du ja mal was dazu sagen. Die Anfänge haben wir ja schon mal durchgekaut, aber was alles passiert ist, die letzten Monate Genau. ist schon was zusammengekommen. Genau. Also erstmal danke, dass du wieder da bist. Freut mich. Ja, du warst ja knapp vor einem Jahr schon mal hier. Da war das ja alles noch ganz am Anfang. Man wusste gar nicht, wo überhaupt so die Reise hingeht. Das war alles mal als Versuch einfach gedacht. Da hatte ich gerade den ersten Sud verkauft und dann das zweite Mal gebraut. Ja, und seitdem hat sich dann doch einiges getan. Also man kann sagen, dass der Versuch geglückt ist. Also das Bier wurde angenommen, die Rückmeldungen waren positiv. Genau, und es ist auch seitdem immer stetig gewachsen, also immer ein bisschen mehr geworden. Und die Leute kommen auch drittes, viertes Mal und kaufen das Bier. Das ist dann meistens ein gutes Zeichen. Und es hat sich schon so ein kleiner Stammkundenkreis dann auch entwickelt. Genau, und seitdem ist zum Beispiel auch Ende März war dann der erste eigene Ausschank. Zusammen mit den Jungs von Kaltbräu haben wir da in Ströndorf auch mal einen Ausschank gemacht von unserem Bier. Sowas in der Art wird jetzt auch in den kommenden Wochen nochmal stattfinden. Also könnt euch schon mal den 29.07. im Kalender anstreichen. Da wird es wieder sowas in der Form geben. Mit den Bieren von Fass. Und genau. Und ja, was sonst noch so passiert ist, Gewachsen. Es gewachsen. war ja eigentlich nur so ein Garagenverkauf, Genau, so das. hobbymäßig, aber jetzt kommt peu à peu ja schon Laden hier schon, Supermarkt, Bibliotheken und so weiter, geht eigentlich dann schon immer Genau, in die richtige Richtung. also es wird immer mehr, was mich natürlich freut. Aber du hast natürlich Jetzt, auch zu tun jetzt. genau, also es ist jetzt schon mal, ja, es ist immer noch alles nebenbei und das ist schon. Da ist dann immer viel Freizeit und muss man schon viel Zeit Familie ist investieren. ja auch, das ist das Genau, Marketing muss halt gemacht werden, auch, ne? Bier brauen und haben ist eins, aber es muss ja. das ist es ja. Also das darf man mal nicht unterschätzen, was da noch dahinter steckt, das Bier dann auch an den Mann zu bringen oder an die Frau. Genau. Dann hast du es schon mal angesprochen, das erste war das Helle. Kannst du noch mal Genau. sagen, da kamst du jetzt dann nach etlichen Garagenversuchen, war das Helle dann geboren? Genau. Genau, das Helle zum Anfang, weil damit kann halt wirklich jeder was anfangen. Ja, das wurde auch wirklich sehr gut angenommen, also durchweg positive Rückmeldungen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, das Helle läuft, das funktioniert alles, das ist in die Märkte, dass ich dann eben auch eine zweite Sorte mal rausbringe. Deswegen sind wir da. Genau. Und Das war ein Merzen. genau, das ist das Märzen geworden. Warum ein Merzen? Warum ein Märzen? Ja, Warum? die Wahl fiel da nicht schwer, weil ich hatte, wie ich es als Hobby noch gemacht habe, in der Garage, hatte ich schon immer so drei, vier Stammrezepte, die ich regelmäßig gebraut habe. Und darunter war eben auch das Märzen. Und ich habe mir gedacht, na, das ergänzt ein wenig das Helle, weil es eben ein wenig kräftiger ist, ein bisschen dunkler. Dass für jeden Geschmack was dabei ist, jetzt das Märzen quasi so als Kontrast zum Hellen dann. Genau. Die Geschichte zu Merzen, die kennen wir ja auch. Da kannst du noch mal andeuten, die durfte früher immer noch von bis gebraut werden. Genau. Also die Geschichte ist halt, dass man früher ein haltbares Bier gebraucht hat, weil man einmal nicht im Sommer brauen konnte, also untergärig brauen konnte, wegen den fehlenden Kühlmöglichkeiten. Und außerdem war es auch verboten, wegen der Brandgefahr im Sommer zu brauen. Deshalb durfte man von September bis April brauen. Und ja, dadurch ist das Märzen entstanden, weil es eben haltbarer ist, weil mehr Alkohol drin ist und mehr Hopfen drin ist. Das ist sehr gut gelungen. Kann man natürlich auch sagen, vom Garagenversuch bis in die Flasche ist natürlich
wieder was anderes, aber du hast einen guten Partner gefunden. Jörg, liebe Grüße. Ja, genau. Also das zieht sich dann schon ein bisschen, bis man so mit so einem Rezept wirklich dann hundertprozentig zufrieden ist. Da testet man halt am Anfang sehr viel aus und dann, das Rezept habe ich wahrscheinlich schon mindestens 10-mal zu Hause gebraut, bis es dann wirklich so war, wie es sein sollte. Und dann muss man das natürlich das Ganze dann auch noch auf die große Anlage irgendwie skalieren, genau. Und aber da ist ja der Jörg der beste Ansprechpartner, um das auch dann umzusetzen. Genau. Hat auch super geklappt. Dritte Sorte schon im Auge, jetzt reicht es erst damit zwei. Ne? Also immer, ja, im Auge hätte ich viel, aber man muss natürlich auch... Das ist Lehrgut, die Thematik, man hilft der Jörg ja auch dann immer weiter. Genau. Aus Binkert an dieser Stelle. Aber irgendwann sind die Kapazitäten ja auch voll. Ne? Genau, und auch, also jetzt glücklicherweise hat sich jetzt auch eine Lagermöglichkeit für mein Bier ergeben. Also da auch nochmal vielen Dank an die Gemeinde Strunhoff, die mir da eine Fläche zur Verfügung gestellt hat, weil ja, bisher hatte ich hier alles im Keller gelagert und das ist jetzt mit den beiden Sorten einfach nicht mehr machbar dann. Und es ist auch sehr viel leichter jetzt, weil hier habe ich jetzt wirklich jeden Kasten einzeln anpacken müssen und in den Keller tragen. Hm. Und da weiß man dann auch, wenn man 250 Kästen mal darunter getragen hat, dann weiß man auch, was getan hat. Gut, Bierverkauf haben wir schon mal angesprochen, gibt es überall. Was mich jetzt immer noch fasziniert, das können wir nochmal ganz zum Schluss ansprechen, das ist immer noch das Logo. Ihr seht es immer, ne? Wir haben es letztes Mal schon gemacht, aber die Leute, die wissen es immer nicht. Und ich finde diese Idee so top hier mit dieser Hopfenbiene, ne? Das ist so. Genau, Hopfenbiene habe ich es getauft, ja. Das kommt auch, also ich versuche so diesen regionalen Gedanken auch irgendwie zu leben und ist alles mit Strunhoff verknüpft und eben die Biene ist im Wappen von Strunhoff und da habe ich dann die Hopfenbiene draus gemacht. Genau. Ich bin da immer noch fasziniert davon. Jetzt haben wir schon. Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Und nochmal ein hervorragendes Bier. Demnächst auch wieder in Erlangen in der Biotheke. Genau. Und euch danke fürs Zuschauen. Danke. Merci. Ciao. Ciao.